Ja, das ist sehr kalt. Minus. Okay, und 1, 2 Die Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Winterspiele München 2018 ist stolz darauf, das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes zum Sportbotschafter, zum Botschafter für diese Bewerbung zu ernennen. Ich übergebe hiermit Martin Sauer, dem Steuermann, diese Jacke der Olympischen Bewerbung. Naja, ich hoffe, dass Sie mich vielleicht mal mitfahren lassen. Das würde mich total interessieren und ich bin sehr, sehr gespannt. Liebe Martina, wir ernennen dich hiermit zur Ehrensteuerfrau des Deutschlandachters. Du bist auch die Einzige, die diesen Titel trägt. Super. Und darfst auch das erste Mal unser Boot steuern und hoffen mal, dass das Heil wieder zurückkriegt. Dankeschön. Ich fühle mich geehrt. Vielen, vielen Dank euch. Natürlich viel Erfolg auf alle Fälle, dass ihr weiter ungeschlagen bleibt. Und so eine Ehre ist mir noch nie zuteil geworden. Passt auch, gell? So. Es war total cool, also hat echt Spaß gemacht und habe einiges gelernt, habe immer wieder gefragt und es macht Spaß, Steuerfrau zu sein und noch dazu Ehrensteuerfrau. Also sie haben gesagt, ich bin der Chef, habe ich gesagt, das bin ich gerne, dass 8 Männer mal das tun, was ich sage, das hat man nicht so oft, aber heute war es der Fall und es war ein tolles Erlebnis. Und 1, 2 Die Mütze ist hinter mir. Der Ruderachter ist seit 2 Jahren ungeschlagen. Was kann München 2018 davon lernen? Ja, ganz einfach. Wir sind auch ungeschlagen und wir wollen es bleiben. Auch am 6. Juli 2011, wenn das IOC entscheidet, wo die Olympischen Spiele hingehen. Und keine Angst, dass wir Schiffbruch erleiden könnten? Wir werden nicht über Bord gehen und man hat es ja gesehen, die Steuerfrau ist auch gerade über Bord gegangen und das macht man eigentlich nur, wenn gesiegt wird. Wo ist Ihr Boot? Das habe ich verloren. Danke. Ja, das ist richtig wahr.